Willkommen zu einer weiteren Folge von Herr der Ringe, die Gefährten. Wir sehen hier den schwarzen Reiter, der hier wieder mal schön rumreitet. Scheinbar hört er dort auf. Das heißt, wir können mal versuchen, hier lang zu schleichen. Oh ne, da unten ist ja noch einer. Der bewegt sich scheinbar gar nicht. Ich glaube gerade, der hat uns erwischt. Okay, hier ist momentan alles in Ordnung. Kann ich hier rüberspringen? Ah, verdammt. Kann ich hier noch irgendwie rüberkäme? Okay, da steht auch noch einer. Wie komme ich denn an dem vorbei? Zum Glück kann er uns nicht sehen und kommt hier auch nicht rein. Problem ist, so, jetzt schnell hier weg. Das hat ja ganz gut geklappt. Ich speichere lieber mal schnell ab das Ganze. Nicht, dass wir dann wieder da anfangen müssen. Ich frage mich ja eh, warum die das hier bewacht haben. Ein Wolf! Hilfe! Halt aus, Robin! Frodo! Obacht! Warum die noch da herum gesteunert sind, wenn sie doch eigentlich gehört haben, dass ich abgehauen bin, oder Frodo. Eure Reinheit hat zugenommen, okay. Da oben ist eine Ringanzeige. Hallo. Frodo, ich stehe in deiner Schuld. Wärst du nicht gekommen, wäre ich zum Imbiss der Bestie geworden. Schön, dass du wohl auf bist. Schon ewig waren keine Wölfe mehr hier. So habe ich's gehört. Ein schlechtes Omen. Was bedeutet es? Dass ich lieber gehen sollte. Was? Oh, du hast recht, Frodo. Und ich muss wieder patrouillieren. Sag den anderen Landbütteln, sie sollen vor Gefahren auf der Hut sein. Ja, gewiss. Mir zittern immer noch die Knie, weißt du. Ich muss los, Robin. Jo, toller Landbüttel. Die Frage ist, hier sind keine schwarzen Reiter, ne? Kann ich jetzt eigentlich hier rein? Nö. Macht natürlich Sinn, dass der grüne Drache abends geschlossen ist. Die trinken also alle nur tagsüber. Ich dachte, ich habe schon wieder einen Reiter gehört.
Eine tolle Wurst, der eine Ring, was? Oh oh. Was? Wie? Wo? Kann ich den irgendwie einsetzen? Ich glaube ja. Steuerung. Gut, das hat ja ganz schön lange gedauert. Der eine Ring, ja. Oh Mann, und raus. Und die kommen gleich wieder angeschissen, ne? Hui, okay, hätten wir das auch geschafft. Ich esse wohl erstmal speichere ich. Essen kann ich später auch noch. Aber die Musik ist schon wieder so böse. Nicht mal meine Ente hier. Aber dafür haben wir dort noch einen Pilz. Wieso kann ich eigentlich hier in die Ecke so weit gehen? Mir gefällt die Musik nicht. War hier noch was? Noch ein Pilz auf jeden Fall. Noch ein dunkler Reiter. Ich muss verborgen bleiben. Auf jeden Fall bewegt er sich nicht. Das heißt vermutlich, wir müssen hier die Abzweigung nehmen. Kann auch nicht sein, das ist viel zu nah. Ich muss wahrscheinlich wieder ein bisschen werfen. Oh. Gib den Ring her. Ja. Das hat ja gut funktioniert. Zum Glück haben wir gespeichert. Wie soll ich denn das machen? Ich musste noch den nächsten Stein dann weiter wegwerfen, damit er sich noch weiter verpieselt. Noch ein dunkler Reiter. Ich muss verborgen bleiben. Okay. Und jetzt schnell da weg. Puh. Ich sehe wieder die Hunde. Wir sollen uns mit denen treffen, aber wo sind die denn? Der alte Trödler. Wieso so spät, Vetter? Unterwegs im grünen Drachen eingekehrt? Unwichtig. Aber ich kann nicht bleiben. Ich muss sofort weg nach Krickloch. Du meinst Bruchtal und wir kommen mit dir. Du hältst dich für so schlau, aber wir Verschwörer waren schlauer. Wir wissen vom Ring und dem dunklen Herrscher. Wir kommen mit, um dich zu beschützen.
Aber woher wisst ihr, wie sollten wir nicht? Wo du doch dauernd murmelst, werde ich das Tal je wiedersehen. An sich musst du den Sack kein Beutchens danken. Ich habe mich mal an Bilbo angeschlichen, als ich hörte, wie Lotho nach ihm rief. Bilbo steckte den Ring an und verschwand. Danach wurden wir wachsam. Wir beobachteten dich und Gandalf. Wie? Durch unseren Oberverschwörer, bis er geschnappt wurde. Und Gandalf sagte, nimm nur gute Freunde mit? Ich kann wohl keinem trauen. Wir bleiben bis zum bitteren Ende bei dir, keine Sorge. Wir haben das Geheimnis besser gehütet als du. Auf keinen Fall lassen wir dich allein der Gefahr entgegenziehen. Auch wenn wir große Angst haben, wir kommen mit dir oder folgen dir wie Hunde. Hunde? Ja, Sam, Hunde. Margots Hunde, sie kommen. Greif, fang, Wolf, kommt, Jungs. Und der alte Margot anscheinend gleich mit. Tja, aus den Pilzen wird wohl nichts. Was soll das Geplapper mitten in der Nacht? Los, sprecht! Guten Abend, Herr Margot. Na, wenn das nicht Peregrin Tuck ist. Ein Glück, dass ich dich kenne. Wollte schon die Hunde loslassen. Ein unheimlicher Bursche ritt hier durch und stellte seltsame Fragen. Holla! Wen hast du dabei, Pipin? Meriadoc Brandybock kennt ihr ja. Ich darf euch Samwise Gamgee vorstellen und... Frodo Beutlin. Freut mich sehr, mein Herr. Beutlin, also wenn das kein Zufall ist, was meinst du, nach wem der Fremde gefragt hat? Schwarzer Mantel und Kapuze und ein schwarzes Pferd. Und er fragte nach Beutlin. Oh, das muss ein anderer Beutlin sein. Ich sagte ihm, alle Beutlins leben in Hobbingen. Er sagte, Beutlin sei zu Fuß nach Osten unterwegs. Und jetzt kommt Frodo Beutlin auf meinen Hof. Der Frodo Beutlin, der einer der größten Tunichtgute in der Gegend war, möchte ich hinzufügen. Heute benimmt sich Frodo viel besser. Und wohin geht die Reise? Zu meinem neuen Heim in Krickloch. Du wirst Ärger kriegen, Frodo. Hättest dich nie mit den seltsamen Leuten aus Hobbingen einlassen sollen. Ich schätze, der Fremde wollte das Gold, das Bilbo aus fernen Ländern mitgebracht hat. Ich denke, wir sollten weiter. Nein, erwartet ganz gewiss. Ihr reist versteckt auf meinem Wagen. Danke, Herr. Zu dumm, dass ich solche Angst vor euren Hunden hatte. Ein guter Freund hat mir gefehlt. Wahrlich, gehen wir? Ich richte den Wagen. Bauer Margots Wagen brachte uns sicher von seinem Hof und zur Grenze von Bockland. Aber der schwarze Reiter preschte noch immer über die Oststraße. Wir haben beschlossen, nach Süden und durch den alten Wald zu gehen. Mary war bereits im alten Wald gewesen und kannte sich dort ein wenig aus. Es ist ein gefährlicher, geheimnisvoller Ort. Aber nicht so gefährlich wie ein schwarzer Reiter. Hallo, Mary, Pippin, Sam, wo seid ihr? Frodo! Wir sind hier drüben und habt euch wohl verirrt. Diese Bäume besitzen ein Eigenleben. Bleibt, wo ihr seid. Ich finde euch. Ja, natürlich. Jetzt ist natürlich auch ein Schloss, damit wir hier nicht mehr zurückkommen. Die haben sich natürlich gleich verirrt, nachdem wir hier den Wald betreten haben. Auf jeden Fall kriegen wir hier ein paar lecker Pilze. Vielleicht sollten wir mal davon welche essen. Stellen 10% Gesundheit wieder her. Da esse ich doch gleich mal noch welche. Davon haben wir jetzt erstmal genug. Ich habe ja eigentlich gedacht, die Gesundheit stellt sich mit dem neuen Levelabschnitt wieder her, aber... Pustekuchen, hey, wo muss ich denn hier lang, verdammte Kacke? Jetzt bin ich verwirrt. Von da kommen wir. Hä? Dieser Wald, als hätte er einen eigenen Willen. Da habe ich wohl diesen kleinen Weg hier übersehen. Wer oder was? Wo kommst du denn her? Kann ich eigentlich auch blocken? Ja, mit Steuerung, okay. Dann müssen wir uns. Müssen wir uns also mit ein paar Riesenspinnen hier anlegen.
Ah, hallo, der Erste. Und wir kriegen wieder Besuch, würde ich sagen. Da. Ups. Da haben wir doch ganz schön auf den Deckel bekommen. Kommst du mit oder kommst du nicht mit? Hallo. War hier noch irgendwas Besonderes? Vielleicht ein versteckter Pilz oder so? Nee. Dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle wieder mal ein Folgenpäuschen. Spitze, bedanke mich. Bis dann.